Ihr befindet euch an Bord der Goldenen Forelle, einem Seeschiff unter, nicht einem Seeschiff. Ihr befindet euch an Bord der Goldenen Forelle, einem Flussschiff unter Captain Sterling und seiner kleinen Crew. Das flussabwärts auf dem Maldon-Fluss fährt. Es sind ungefähr ein Dutzend Passagiere an Bord. Und einige von euch schon etwas länger. Einige sind vielleicht gerade zugestiegen, denn die Goldene Forelle hat gerade aus dem kleinen Handelsstädtchen Burballa abgelegt. Das nächste Ziel ist eine größere Stadt, etwas mehr als einen Tag den Fluss herunter, je nachdem wie die Strömung, namens Mekelzisi. Von euch weg schwimmt das Boot sich langsam in Richtung der Flussmitte begibt. Wo finden wir David in diesem Augenblick? Ich bin schon ein bisschen länger auf dem Schiff. Ich habe mich sozusagen reingeschmuggelt. Ich habe mir von einer meiner Connections einen Tipp geben lassen. Von einer berühmten Person, die ein paar interessante Informationen für mich oder auch für andere Menschen hat. Und deswegen bin ich auf dem Schiff, um zu der Stelle zu gelangen, wo die Person sich befinden soll. Und wo auf dem Schiff bist du jetzt gerade? Bist du an Deck, unter Deck? Was tust du? Ich hatte mich eine Weile versteckt gehalten, aber das Schiff wurde immer voller mit Menschen und da habe ich mich dann mal oben an Deck gewagt. Okay. Der Crew fällt natürlich sofort auf, dass da jemand an Bord ist, den sie nicht kennen. Ja, ich stelle mich natürlich vor, ich bin David McBee und ich bin ein frommer Wandersmann. Ich bin sehr gerne und sehr viel unterwegs und ja, versuche den guten Menschen weiszumachen, dass ich zaubern kann, dass ich einfach so auf diesem Schiff erschienen bin. Ah, ein Magier. Hey, wispert der eine dem anderen zu. Die haben Geld, wir sollten doppelte Passage verlangen. Der andere wendet sich dir wieder zu und sagt, ah, Sie sind ein Frommer. Gehören Sie zum Priester? Herrn Heger, glaube ich, war sein Name. Nein, ich bin Einzelgänger. Ich komme mit Menschen gut klar, aber ich bin dann doch lieber für mich alleine. Wenn ich an bestimmte und wichtige Connections kommen muss, dann rede ich gern mit Menschen, aber mit religiösen Menschen habe ich so überhaupt nichts zu tun. Okay. Aber wie auch immer. Wenn Sie an Bord bleiben wollen, dann bringe ich Sie zum Captain und der sagt Ihnen, was die Passage kostet. Damit bin ich absolut einverstanden. Folgen Sie mir bitte. Sehr gerne. Der begleitet dich über das Deck. Wer ist denn in diesem Moment noch auf dem Deck und bekommt das vielleicht mit? Dann würde ich sagen, dass ich noch drauf bin, weil ich ja auch schon etwas länger auf dem Schiff bin. Da bei mir halt ein gewisser Herr, dem ich dann halt bestochen habe, dass mich auf das Schiff lässt, weil ich unbedingt drauf musste. Und ich würde sagen, ich stehe auch an Deck, mische mich halt unter die Menschenmasse und versuche dort nicht aufzufallen eigentlich. Okay, was heißt denn nicht auffallen bei dir? Wie siehst du aus? Ich bin halt in Normalbild und versuche halt dort mich unter der Menschenmasse zu halten, dass ich halt wirklich jetzt nicht irgendwie im Zentrum stehe, dass ich halt dort stehe, wo noch zwei andere Menschen hin. Was tust du da oben an Deck? Schaust du auf die Landschaft? Unterhältst du dich mit anderen Passagieren?
Ich schaue immer eher so zum Land hin, was jetzt immer weiter von uns ja weg verschwindet und ja, bin halt nervös, ob es halt wirklich nicht auffällt, dass ich dort jemanden bestochen habe und Okay. Aber Moment, wer ist denn überhaupt? Der hat sich gar nicht mal beschrieben, gar nicht vorgestellt, was er ist, wer er ist. Das kann halt auch jetzt keiner von uns wissen, in dem Sinn, ne? Ja, wir sind ja noch dabei. Garrus ist was für eine Rasse und was sieht man an dir? Also wie siehst du aus? Was für Kleidung trägst du? Gibt es was Auffälliges? Also ich bin halt ein Bergelf. Ich bin 20 Jahre jung. Also noch ein Kind, könnte man fast sagen, innerhalb von meiner Rasse. Und ja, ich trage halt normal bürgerliche Kleidung. Bin halt auch so Lederrüstung an, würde ich meinen. Ich hoffe, man hört mich jetzt immer noch. Ja. Was wollt ihr noch wissen? Ja, das ist erstmal ein erster Eindruck. Also es sind auch nicht Menschen an Bord. Mit deiner guten bürgerlichen Kleidung fällst du gar nicht so auf, weil von den Passagieren doch ein guter Teil gut gekleidet ist. Perfekt. Gut, ja, dann sonst noch jemand an Deck? Ja, ich. Dann auch die Frage an dich, was tust du gerade? Was sieht man an dir? Gibt es was Auffälliges, wenn jetzt ein Verbrechen geschehen würde und man würde Leute fragen, die Anwesenden zu beschreiben, was würde von dir in Erinnerung bleiben und was tut dein Charakter gerade während das Schiff ab? Also ich habe das Schiff gerade erst betreten, bin vorne an die Reling gegangen, starre aufs Wasser und versuche tatsächlich, so gut es geht, die anderen Leute zu ignorieren. Stehe halt vorne an der Reling und guck ein bisschen in die Natur. Ja. Rechts und links des Flussufers ist tatsächlich recht viel Wald im Augenblick. Die Landschaft hier in der Gegend, ihr seid ja alle entweder auf dem Schiff oder aus der Umgebung. Es ist halt viel Grasland hier, aber so ein paar hundert Meter bis zu ein paar Kilometer um herum sind dann halt auch mehr oder weniger dichte Wälder. Das sieht man also dann vom Flussufer. Du siehst in der Entfernung, dass die Ufer ein kleines bisschen steiler werden. Also die Landschaft, ne, fängt so ein bisschen an, weniger flach zu sein und so ein bisschen hügelig zu sein. Und der Fluss hat sich dort halt sein Flusstal, diese Hügellandschaft geschnitten. Wo finden wir denn... Achso, beschreib dich bitte auch nochmal kurz aus den her. Was sieht man, wenn man dich einfach anguckt? Ne? Rasse, ja. Geschlecht, Kleidung, was fällt dir was, auf? Was sieht man? Man sieht einen männlichen Zwerg in Lederrüstung, aktuell noch. Und aber eine Kriegsachse auf dem Rücken, das hat er schon. Der halt in die Natur starrt und, wie gesagt, so gut es geht, alle Blicke ignoriert. Wo finden wir denn Dial? Ja, am besten gar nicht. Okay. Wo befindest du dich und was tust du? Ja, also ich spiele Dial, den Gnom, Dial Kleinkamm. Ich bin im Moment unter Deck, irgendwo hinter Kästen, Säcken und so weiter verkrochen. Ich bin ungefähr 1,10 Meter groß, habe braune Haare, die buschig von meinem Kopf abstehen und trage so eine Brille. So eine brillenartige Konstruktion. Das sind keine Gläser drin, sondern das sind anstatt Gläser so Drahtgeflechte drin. Die ja sehr seltsam aussieht. Ich habe nicht viel dabei. Eigentlich nur das, was ich so am Leibe trage. Wanderstab, ein Rucksack. Meine Kleidung ist komplett bunt, also rote Hosen, grünes Hemd, aber das sind überall auch noch Flicken aufgenäht, in verschiedensten Farben. Ich trage auch keinen Gürtel, ich habe verschiedene
Tücher, die so zusammengedreht sind, so trage ich als Gürtel. Ja, und wie gesagt, ich bin mehr oder weniger ein blinder Passagier auf dieser Fahrt unter Deck irgendwo. Okay. Kurze Frage an dich, weil wir das kurz im Chat besprochen hatten. Hat man dich schon entdeckt oder noch nicht? Das weiß ich nicht. Das musst du mir sagen. Ah, okay. Also, du hattest gesagt, man hat dich entdeckt und... Ja, das kannst du natürlich jetzt sagen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht genau, wir haben ja jetzt nichts festgemacht, wo wir einsteigen, aber das ist so die Ausgangssituation. Hast du dich gerade an Bord geschmuggelt oder bist du eine Weile an Bord? Das Schiff ist doch gerade erst losgefahren. Nein, das Schiff kommt von weiter oben am Fluss. Ach so. Es hat hier einen Zwischenstopp gemacht und ist jetzt gerade wieder losgefahren. Und das wird noch einige Male passieren. Das Schiff fährt fast den gesamten Fluss hinunter und macht halt überall, wo es sich lohnt, Stopp. Ja. Und dann fährt es den Fluss wieder hoch. Na gut, dann vereinfachen wir das. Dann wurde ich schon entdeckt als blinder Passagier und muss natürlich jetzt meine Strafe hier abarbeiten, weil blinde Passagiere, die sind nicht so gut angesehen und muss jetzt arbeiten. Bin halt unter Deck. Mhm. Okay. Das heißt, du bist dabei, Seile, Taue zu verstauen, andere einfache Arbeiten zu vollbringen. Also alles, was so anfällt, ne? Ja, genau. Alles, was anfällt und wo irgendein anderer Seemann keine Lust zu hat. Genau. Gut. Du hast von den Seeleuten so ein bisschen was aufgeschnappt über die Passagiere, die in der letzten großen Stadt an Bord gekommen sind. Das sind diese seltsamen Gestalten, ja, die jetzt gerade sich selbst beschrieben haben. Aber es gibt eine große Reisegesellschaft, die geschlossen an Bord ist. Und die fahren auch noch bis Mekizisi mit und besteht. Diese Reisegesellschaft hat unter den Seeleuten ein bisschen Aufsehen verursacht, weil sie Aufwand verursacht hat. Eigentlich hat das Schiff so eine kleine Anzahl von Kabinen für die Leute, die halt ein bisschen mehr Geld bezahlen. Und dann einen großen Raum mit Hängematten, wo halt alle normalen Passagiere schlafen. Die Reisegesellschaft besteht aus zwei Händlerfamilien. Und denen war das nicht gut genug und außerdem wollten die auf gar keinen Fall zusammen schlafen. Also die Familien wollten unbedingt voneinander getrennt sein. Das heißt, man hat unter Deck so ein bisschen umgeräumt, hat noch einen zweiten Raum fertig gemacht, da Hängematten aufgespannt, weil die das halt so wollten und weil sie extra dafür. Und so ein bisschen was haben die anderen Crewmitglieder wohl aufgeschnappt und ein bisschen was davon haben sie auch erzählt. Also du hast Momente von Fragmenten. Und was du so mitbekommen hast, ist, dass jetzt bist du die beiden Familien extrem abgehackt. Wirklich. Vielleicht hast du. Ich dreh mal im Discord den. Warte mal, ich dreh mal im Discord. Vielleicht, genau, wollte ich gerade sagen, vielleicht liegt es daran, dass wir eben, dass du eben hochgestellt hast. Genau. Möglicherweise. Ich drehe das mal wieder runter. So, ich drehe mal wieder auf 64. Weil in der Vorbesprechung hat man alles sehr gut gehört. Ich habe extra drauf geachtet. Ich habe jetzt wieder auf 64. Ja. So. Also es sind Händlerfamilien an Bord, die da alles auf den Kopf gestellt haben, die ich natürlich sehr faszinierend finde, vor allem ihre Geldbeutel und bin natürlich immer bereit, ihnen zu helfen. Ne? Das ist natürlich klar. Ja. Also es, du voll, so viel hast du mitbekommen. Es gibt die Kreuzfeld-Familie, vertreten durch einen Jakob und einen mit F und du hast es nicht genau gehört und da ist dann noch eine Frau dabei. Und es gibt die Dornbach-Familie, auch ein Mann, eine Frau und noch eine zweite Frau. Beide haben außerdem noch jeweils so einen Söldner, Soldaten, also halt einen bewaffneten Mann dabei, so ein Bodyguard.
Und dann werden sie noch begleitet von einem Priester und seinem Novizen. Und du hast so mitbekommen, dass die wohl ja, verfeindet oder Rivalen sind. Es da wohl irgendwie diversen Ärger gegeben hat, immer wieder Zwistigkeiten und Ruhe. Und die sind jetzt wohl nach Mekizisi zitiert worden, um dort diesen Streit zu schlichten unter Aufsicht von irgendeinem hohen Herrn. Und dieser Priester ist anscheinend entweder der Vermittler oder er hat geholt. Das ist das, was du so mitbekommen hast. Gut, ansonsten hast du von denen nicht viel gesehen, weil die sich viel oben auf Deck aufhalten und nur sehr selten unter Deck kommen und wenn dann halt hauptsächlich zum Schlafen. Gildor, du bist der Letzte. Ja, also ich bin auch schon etwas länger auf der Reise, auf dieser goldenen, wie haben wir es genannt? Forelle. Makrele, Forelle, wie auch immer. ich bin an der ersten Station, wo das Boot quasi hält, oberhalb eingestiegen, weil mir das empfohlen wurde, über Landschaften so zu fahren und dass das mit einer der schnellsten Möglichkeiten ist, zu reisen auf diesem Weg. Genau. Ich bin, befinde mich halb oberhalb. Und was tust du gerade? Genau. Ich bin gerade also auf dem Oberdeck. Schaue an der Seite herunter die Fische an, ein bisschen vertieft in meine Notizen und was ich alles so sehe. Und du hattest ja gerade schon beschrieben, dass es Berge und Wiesenlandschaften zu sehen gibt. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und hin und wieder, wenn irgendwie ein Dorf oder eine Stadt am Flussrand liegt, natürlich entsprechend, ne? Felder, Weiden. Ja. Es gibt ein bisschen was zu sehen, ja. Ja, ich bin total beeindruckt von diesen ganzen Eindrücken und vor allem vom Wald und Wiesen und sowas. Das ist total meins. Ja. Du bist? Welche Rasse? Genau, ich bin ein Elf, ein Wildelf, um es genau zu nehmen. Bin auch so um die 20, genau, und auch noch ein relativ junger Elf, aber einer, der gerade schon lange unterwegs ist, auf der Reise, für was auch immer. Mhm. Genau. Dir fällt an den Wäldern was auf. Würfel doch mal auf Perception. Okay, warte, das muss ich jetzt nochmal gerade gucken. Ich nutze den Prolog auch so ein bisschen, um ne, so ein bisschen Mechaniken, dass ihr mal was würfelt, mal was tut und eure Werte mal benutzt. Ansonsten sei noch gesagt, ihr habt eure Passage 19. bezahlt mit dem mit Geld, das ihr jetzt nicht mehr habt. Das heißt, das Geld, was ihr bei der Charaktererschaffung ausgewürfelt habt, da ist gedanklich das Geld für die Passage schon abgezogen. Und die Passage beinhaltet auch Kost und Logis. So, eine 19. Das ist auch ein sehr guter Wurf. Dir fällt an den Wäldern auf, dass sie schlecht gepflegt sind. Okay. Hier an dieser Stelle zum Beispiel würden die Wildelben ein Feuer legen, um eine kleine Fläche zu brandroten, weil die Tiere hier ans Wasser kommen und dann könnte man hier von jagen. Mhm. Dir fällt auf, dass nur sehr wenig Bäume in diesem Wald Früchte, was total verrückt ist. Warum lässt man Bäume wachsen, die keine Früchte tragen? Dann hat man doch von dem Wald gar nichts. Dir fällt auf, dass das Unterholz ebenfalls wild wuchert und keine ordentlichen Passagen durch den Wald gewährleistet. Auch dort wenig Beeren und Sträucher, die man nutzen kann. Es sieht so aus, als ob sich niemand um diesen Wald kümmert.
diese Menschen lassen den einfach wild wuchern. Wer tut denn sowas? Dieser Anblick von natürlich ist gleichzeitig mit Verwirrung und auch irgendwie so einer leichten Wut darüber, so eben, keine Ahnung, es ist halt so ein bisschen so die Verwirrung, warum man Bäume wachsen lässt, die keine Früchte tragen und warum man das so verwildert und verwuchern lässt, und das sieht irgendwie alles so ein bisschen krank aus, was mich auch so ein bisschen, naja, nicht gut stimmt, sage ich mal. Ja. Ja, jetzt, wenn du dir das so ein Weilchen anguckst, dann überrascht es dich auch nicht, dass du relativ wenig Geräusche von Tieren und Vögeln hörst. Wahrscheinlich leben in diesem Wald einfach viel, viel weniger als bei dir zu Hause. Ja, das zähle ich dann auch so unter Verwunderung, dass irgendwie ist alles anders als bei mir und irgendwie verstehe ich nicht, warum. Und ja, dass die Bäume krank aussehen und dass die Tiere nicht da sind, und ich bin es halt anders gewohnt. Ja, du schaust dich dann, du lässt den Blick so ein bisschen über Deck schweifen und siehst, dass anscheinend beim letzten Stopp oder vielleicht schon davor ein anderer Angehöriger deiner Rasse an Bord gekommen ist. So wie es aussieht, kein Wildelb, aber definitiv auch ein Elb. Alle anderen an Bord sind Zwerge, Gnome oder Menschen, also überwiegend Menschen. Es gibt nur einen Zwerg, und du hast unter der Crew einen Gnom gesehen. Ja. Ansonsten alles Menschen hier. Ja, das freut mich, dass ich einer meiner Rasse dort finde, und würde mich mal, ja, ich würde mein Notizbuch zusammenklappen, dass ich gerade noch meine Eindrücke geschrieben habe. Und würde mich dann mal zu dem anderen Elfen begeben. Ja. Ja, tu das. Das war... Niemand hält dich auf, du erreichst. Ja. Also ich stehe jetzt hier. Ich gehe davon aus, es war hier. Ja, ich würde ihn auch erstmal freudig ansprechen mit einem guten Tag, werter Herr. Ich bin etwas verwirrt. Die sehen aus wie einer von meiner Rasse, aber sie sind definitiv kein Wildelf. Das sehe ich, weil sie sehen halt einfach anders aus. Aber ich weiß, dass sie einer von meiner Rasse. Wo kommen sie denn her? Ich würde sagen, dass ich erstmal erschrecke, weil ich gerade noch so aufs Meer hinausgeschaut habe und total verträumt war. Dass dann einer neben mir steht. Oder aufs Fluss. Naja, dass halt auf jeden Fall aufs Wasser geschaut habe, mit einer Schrecke, dass da jemand neben mir steht. Und dann so, schönen guten Tag, ich bin der Garrus. Ja, ich bin halt ein Bergelf. Warum ist hier noch ein anderer Elf? Sind hier nicht normalerweise nur andere Wesen auf dem Schiff, von diesen komischen Menschen und so? Ja, sehr interessant, erstmal von euch Bergelfen habe ich leider noch nicht so viel gehört. Ich bin ein Wildelf. Ich komme hier, komme von einer schon relativ weiten Reise. Ich bin auch schon ein paar Tage hier auf dem Boot. Aber mich freut's, dass ich hier einen anderen Elfen treffe. Und Entschuldigung, meine Manieren. Ich bin natürlich, ich reiche hier dir die Hand und mit etwas. Ja, schon eher verschwitzten Händen, weil ich meine Manieren vergessen habe. Und ich bin Gildor Pragol, ein Wildelf, wie ich schon erwähnt habe. Ich nehme die Hand und sage dann so, schön mal nett von den Wildelfen auch einen persönlich zu sehen. Ich meine, ich habe zwar schon viel in meinen Lektüren drüber gelesen, auch über andere Rassen, und bin auch total fasziniert von denen, aber jetzt mal von eurer Rasse persönlich hier zu treffen, ist schon recht interessant. Und, Ja, mich freut es natürlich auch mal, außerhalb von meinem Zuhause jemanden zu sehen. Ich
war etwas, naja, ich will nicht sagen faul in der letzten Zeit, aber ich bin nicht so oft rausgekommen und dann habe ich nicht so viel mitbekommen von der Welt und ja, jetzt bin ich ja auf der Reise und ja, mich freut's, dass ich hier jemanden von meiner Rasse finde und nicht nur diese, ja, anderen Menschen und Wesen. Ja, das kann ich verstehen. Ich meine, was ist schon an den Menschen so besonders? Aber warum? Was machst du hier? Bist du auch auf Abenteuersuche oder auf Wanderlust? Willst du auch fremde Kulturen erleben? Ja, also, ja, wie ich schon erwähnte, also ich bin jetzt auch schon 20 und ja, noch relativ jung, aber ja, also ich wollte halt einfach, naja, beziehungsweise meine Eltern wollten, dass ich mal ein bisschen mehr von der Welt sehe und naja, sie haben mich nicht rausgeworfen, ich bin dann doch aus eigener Initiative losgelaufen und ja, eher aus der Wanderlust hinaus, genau, um einfach Wissen und Kultur und einfach alles, ich weiß nicht, zum Beispiel ist ihnen schon der Wald aufgefallen, oder es sind einfach keine oder wenig Tiere hier, also der Wald, er ist krank und wer baut denn bitteschön, also ja, ich bin empört. Naja, also sagen wir es so, ich bin halt aber auch von zu Hause weggegangen, könnte man fast sagen, um ja auch etwas von der Welt zu sehen. Und ja, wie gesagt, Wälder, das sind halt diese Menschen und diese widerlichen Zwerge, die... Man kennt ja diese unterprivilegierten Völker, die auch total die Natur verschandeln. Ja, die unterprivilegierten Völker. Keine Ahnung, was Natur ist und was für sie gut sein sollte. Wir werden ja sehen. Irgendwann zerstören sie sich damit nur selbst. Würfelt bitte alle einmal auf Agility. Und diejenigen, die jetzt unter Deck sind, mit -2. Ist -2 auf die Gesamtsumme? Nein. Wo hast du dein Würfelergebnis? Also du würfelst erstmal normal. Ja, 12 habe ich. Genau, und die -2 gehen auf den höchsten Wert. Das heißt, du hast eine 7 und eine 3. Das heißt, du hast 10. Das reicht trotzdem noch aus. Okay, alle haben es geschafft. In diesem Moment geht ein Ruck durch das Schiff, als es von der Strömung erfasst wird, denn ihr seid jetzt einen guten Kilometer von dem kleinen Städtchen entfernt. Hier fließt der Maldon mit einem anderen Fluss zusammen und die Strömung nimmt doch relativ schnell ein gutes Stückchen zu, beruhigt sich kurz danach auch wieder, das Flussbett sich ein bisschen verbreitert und das Wasser besser verteilt. Die meisten Passagiere stolpern einmal so ganz kurz einen Schritt zur Seite, fast wieder. Die Crew kennt das schon und hat überhaupt keine Probleme damit. Und das Schiff setzt seine Reise weiter fort. Rechts und links wird der Wald ein bisschen dichter. Am Südufer, also zu eurer Linken, verschwinden jetzt auch die Felder, die um das Städtchen herum lagen, und ihr seid komplett von einem Wald umgeben. So ein Mischwald. Und ruhig und entspannt geht es den Fluss hinunter. Könnte ich in dem Fall nochmal gehen in eine Richtung, also ich stehe jetzt eher auf der anderen Seite des Bootes, könnte ich dann noch mal rausschauen und noch mal irgendwas anderes entdecken mit Perception? Oder ist es einfach gleich geblieben wie die anderen Meter? Es hat sich wenig verändert, bis auf die Tatsache, dass ihr jetzt so weit weg seid von diesem letzten Landepunkt, dass halt von Zivilisation nichts mehr zu sehen ist. Okay. Und auch der Verkehr auf dem Fluss ist ziemlich dünn. Es ist zwar einiges los auf dem Fluss für diejenigen, die schon länger auf dem Schiff sind. Also es fahren in beide Richtungen
durchaus einiges an Schiffen, aber es gibt eben auch immer wieder mal so Passagen, in denen dann wenig los ist. Viele Schiffe fahren entweder zusammen, ne, kriegt so einen kleinen Konvoi, so 3-4 Schiffe oder so, oder aber sie fahren halt ihre bestimmten, wo sie morgens wo ablegen, um dann abends sein. Und das führt dann halt auch dazu, dass einem dann manchmal, ne, so in einer Stunde kommen einem 5-6 Schiffe entgegen oder fahren in die gleiche Richtung mit einem mit. Und dann ist es wieder 2-3 Stunden ist man alleine auf dem Fluss. Und im Augenblick scheint es so eine Phase zu sein, wo ihr alleine auf dem Fluss seid. Wie ist das denn hier auf dem Schiff geregelt, so generell die Abläufe mit dem Essen und so weiter? Macht Sinn, weil ich muss ja nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen. Deswegen will ich gerne den Leuten zum Beispiel auch mal Erfrischungen bringen oder irgendwas. Ne? Wie ist das denn hier auf dem Schiff? Wie ist denn der Ablauf? Ja, schau dir die Karte an. Das ist halt schon ein kleines Schiff. Dementsprechend gibt es jetzt auch keine Messe für einen großen Passagierraum. Und dort steht ein Tisch. Dort werden dann auch dort serviert dann der Koch die Mahlzeiten, wenn man das so nennen kann. Es ist schon recht einfach. Und man merkt auch diesen beiden Händlerfamilien zum Beispiel an, dass sie, ich will nicht sagen, dass wir unter ihrem Niveau halten, aber wenn es ist ihrem Verhalten und ihren Worten anzumerken, dass sie nicht die komplett freie Wahl hat, betrachtet. Vielleicht gab es zu dem Zeitpunkt gerade kein anderes oder vielleicht hat der Priester auf dieses Schiff bestanden oder so, aber die machen schon deutlich, dass sie eigentlich ein bisschen was Besseres erwarten. Insofern könntest du dir möglicherweise ein paar Kupfer Trinkgeld verdienen, wenn du ihnen halt diesen Extra-Service. Ja, ich, wenn es die Zeit zulässt, schwirre ich halt um die Gäste rum, also auch um die, okay, die neu dazugekommen sind, ne? Und ja, dann würfel doch mal auf Presence. Warum? Was? Presence? Das ist so der Eindruck, den du machst. Ach du Gott. Und für die anderen, ihr merkt, dass so ein Gnom von Unterdecks irgendwie kommt und so rumwuselt und ja, tatsächlich dem einen oder anderen Passagier was zu trinken bringt. Nee. Darf ich ganz kurz fragen, habe ich das Gespräch zwischen den beiden Elfen mitbekommen? Nein. Oh, schade. Du warst. Ist das jetzt mein Wurf da? Du warst gerade anderweitig. Ach ja, da steht's. Ja, dann habe ich 13 hätte ich dann. Mhm, okay. Ja, du bekommst tatsächlich 4 Kupferstücke an Trinkgeld zugesteckt für deine Dienste. Ja, sehr gut, sehr gut. Dankeschön. Aber ich habe noch gar nichts gemacht. Sehr gut. Hier muss man gar nichts machen und kriegt trotzdem Geld. Wunderbar, so läuft das. Nein. Tschüss. Ich bin schon wieder weg. Ich gehe schon wieder unter Deck. Ich habe mein Darkest Geld verdient. Ich geh manchmal so ein bisschen ins Narrativ. Also, du servierst halt so, nur so die nächste Stunde, treibst dir so den Fuß herunter, du hast hier ein Getränk und bringst da irgendwie ein Brot und oder ein paar Früchte oder was ihr halt so an Bord habt. Vor allem mache ich spitze Ohren, was sie so alles zu erzählen haben. Ah, okay. Dann würfel doch mal auf Perception. Ach, du Gott, du Gott, du Gott. Das ist ja alles. Ich brauche mal einen Programmierkurs hier. So, 10. Mhm. Du bekommst so ein bisschen was mit, aber es ist halt sehr alt. Also tatsächlich, das, was du so hörst, bestätigt, was du schon gehört hast. Die beiden, die in sich nicht ganz grün sind. Also du bekommst so diverse abfällige über die jeweils anderen mit. Aber du kannst nicht raushören, wann es jetzt liegt oder was
Problem ist. Es ist mir relativ egal. Was mir viel wichtiger ist, ist, dass das vielleicht Informationen sind, die was wert sind. Ja, was sagen denn die Kreuzfeld so über die Durnbachs? Ja, wie gesagt, so, ne, ach, guck mal, wie die wieder, ja, so auf dieser Ebene. Schau mal, als wenn sie noch nie auf einem Boot gewesen wäre. Also es ist tatsächlich wenig Gehaltvolles dabei. Was du aufschnappst von den Durrenfels, ist, dass die Frau, die die Kreuzfels dabei haben, eine Konsorte ist. Eine Begleiterin. Eine Hure. Was, ja, genau, was dein was dein Wissen, was. Ich habe keine Ahnung, was eine Konsorte ist. Aber auf den Jahrmärkten treiben sich Huren rum, ja? Schwertschlucker, Freaks, Zauberer, aber keine Konsorten. So. Ja. Aber also die haben eine Hure dabei. So, da schreibe ich mir gerade mal auf hier auf meinem Zettel. Genau, hochtrabender Name. Genau. Sehr gut. Ja, das sind die Informationen. Ja, so, jetzt haben die noch einen Priester dabei. Da gucken wir mal, was wir da rausschlagen können, die anderen. Aber nicht Frage, jetzt. Frage, was ist der Unterschied zwischen einer Nutte und einem Schwertschlucker? Das Material. Ist das eine blöde Frage? Das eine ist scharf, das andere nicht. Wer hat das überhaupt gefragt jetzt gerade? Der Herr Zwerg, oder was? Der Bergelf. Ja, wer bist du denn überhaupt? Ich bin Garrus. Ah, hallo, ich bin Dyle. Brauchst du irgendwas? Nein. Ich sag mal so, ich kann auch Dinge besorgen, die hier so nicht so auf der Tagesordnung stehen, wenn du verstehst, was ich meine. Und dafür willst du irgendwelche Gegenleistungen haben? Ja, na klar. Sehe ich so aus, als könnte ich mir irgendwelche Gegenleistungen leisten? Ja, na klar. Bei einem Gnom? Ja, natürlich. Ist nicht teuer. Nur so eine kleine, so, weiß ich nicht, du sagst, was du brauchst, ich bring's dir. Ja, ich krieg das hin, kein Problem. Nein, danke, ich brauche erstmal nichts. Ja. Ja, wie gesagt, wenn du was brauchst, frag nach Dyle. Dyle weiß alles. Dyle hat alles. Werde ich mir merken. Also siehst auch so diese, ich habe halt auch so viele so Taschen aufgenäht, so oben auf den ganzen, also sind sehr, sehr viele Taschen. Und trage halt auch so meinen ganzen Kram immer so ein bisschen bei mir. Da ist einiges drin. Na gut. Nein, danke. Erstmal nicht. Wie groß bist du? Sehr klein, also für ein Elf vielleicht 1,50, 1,60. Ja, gut, dann bist du 50 oder 60 Zentimeter größer als ich, oder? Ja, gut, alles klar. Na klar. Wo fährst du hin? Zur Endhaltestelle. Ach so. Wo hab ich's denn? Weiß, das Schiff fährt bis zum Ozean. Ja. Ich hab's mir aufgeschrieben. Ach so, auf meinem Charakterblatt hab ich's mir wahrscheinlich aufgeschrieben. Genau, nach McKetsies. Ja. McKetsies. Ja. Ja, genau, dorthin muss ich. Oder das will ist, ich. Das ist nicht die Endhaltestelle. Die Endhaltestelle ist noch fast 2 Wochen Flussfahrt, den Fluss runter. Ach so. Nein, also McKetsies, da muss ich raus. Glaube ich. Nein, ich sag mal so, ich hab's vor. Was sollte dich daran hindern? Der nächste Stopp. Ja, der Kapitän halt. Gilda, wo musst du hin? Ich lass mich einfach treiben und dann mal schauen, wo ich rauskomme. Reimlassen ist das richtige Wort. Ihr habt jetzt gesagt, ihr seid jetzt so eine Stunde unterwegs. Der Fluss wird hier etwas breiter und fließt sehr, sehr gemächlich. Ja, das ist auch in Ordnung.
Plötzlich hört ihr vom nördlichen Flussufer lautes Schellen und Schlagen, so als ob jemand Metall auf Metall schlägt. Und seht dort auf, ja, im Wald auf einem Flecken, der ein bisschen nicht eine Lichtung ist, aber sehr wenig Bäume, mehr Gebüsch. Ein bisschen öffnet sich der Wald dort. Eine Gruppe von Bewaffneten stehen mit Bögen, Schleudern und anderen Fernwaffen, die Entfernung von euch zum Ufer sicher überbrücken könnten. Und das Schiff bewegt sich gerade im Schneckentempo fort. Darf ich zu mir selbst flüstern, so dass es kaum jemand hört, eventuell nur Leute, die in meiner Nähe sind, oh nein, die Gerüchte sind wahr? Ja, hast du natürlich. Okay. Ich renne gleich zum Sterling. Die machen einen Heidenlärm dort, Aufmerksamkeit zu erzeugen, was ihnen auch gelingt, das, was an Passagieren auf dem Oberdeck ist, was die meisten sind, drängt sich jetzt dort an der Seite. Sehr schlau. Und ein großer, breit gebauter Mann in Lederrüstung mit einem großen Schwert und einer ebenso großen Armbrust tritt einen Schritt vor und ruft mit einer tiefen Stimme, die gut über das Wasser trägt: Wir sind arm und wurden verstoßen. Wir nehmen nur, was wir nicht mit ehrlicher Arbeit verdienen können. Lasst eure Waffen stecken. Werft euer Geld in ein leeres Fass und stoßt es in unsere Richtung. Und ihr könnt unbehelligt fort. Ja, was ist denn los? Mach das mal, los! Also habe ich das richtig verstanden? Die Handelsfamilien tuscheln untereinander. Niemand macht Anstalten, sein Geld zu holen. Ihr seht von Unterdecks Herr Jakob Kreuzfeld nach oben kommen. Herr Kreuzfeld, da haben Sie ja nochmal richtig Glück gehabt, ne? Welchen von den beiden sprichst du an? Den Jakob Kreuzfeld. Es gibt einen älteren und einen jüngeren Kreuzfeld. Ja, den älteren. Ich denke, dass der Patron ist von dem Handelshaus. Da haben sie ja nochmal richtig Glück gehabt, ne? Denke ich mir. Nein, so viel älter nicht. Also es sind wahrscheinlich ein älterer und ein jüngerer Bruder. Da habt ihr ja richtig Glück gehabt, ihr zwei. Er dreht sich zu dir um. Meint so, wie meinen? Ihr habt richtig Glück gehabt. Die Dunbars haben gesagt, ihr habt eh kein Geld, dann braucht ihr auch nichts ins Fass werfen. Die wieder mit ihrem üblen Tratsch. Na, was anderes kann man von ihnen nichts erwarten, nur Worte. Oh, dann seid ihr wohl doch ein wohlhabender Handelsherr? Wohlhabender als die. Ist aber auch nicht schwer. Ach so. Ja, und was werdet ihr jetzt tun mit euch? Ihr habt doch Leute dabei, ihr habt doch Soldaten. Werdet ihr kämpfen oder werdet ihr bezahlen? Zahlen. Nun. Ist das Buch gerade abgeschmiert? Nein, alles gut. Also wenn, dann müsste ich meinen Bruder Jakob fragen. Aber der schaut sich um. Er scheint gerade unterdeckt zu sein. Nein, natürlich. Warum sollten wir hergelaufene Strauchdiebe bezahlen? Was wollen sie machen? Über diese Entfernung. Und abschießen. Das sind sicher 50 Meter.
Ja gut, wir werden es erleben. Auch der Captain ist inzwischen oben auf dem Achterdeck angekommen und schaut sich das an. Plaudert mit einem der anderen Seeleute. Jetzt kommt auch der zweite Bewaffnete vom Unterdeck nach oben, so in Feuermontur und so. Tut irgendwer von euch was? Ich würde mich erstmal hinter der Reling rausholen, oder? Ich hock mich erstmal hinter die Reling. Okay. Ihr hört nach einem Moment, in dem niemand ein Fass mit Gold in den Fluss wirft. Okay, ihr wollt es nicht anders. Entzündet die Brandpfeile. Ihr seht, wie am Flussufer tatsächlich einige Fackeln in die Höhe gehalten werden und tatsächlich 4 oder 5 von den Bogenschützen dort ihre Pfeile dort hineinhalten. Ja. Wie weit ist es denn noch bis zu dem Ort? Wen fragst du das? McKetzies. Das überlege ich mir gerade. McKetzies. Weißt du nicht. Ist die Strecke noch nie gefahren. Ja, mir ist ganz recht, wenn der Kahn hier absäuft. Dann muss ich nicht mehr hier arbeiten. Wie gut kannst du schwimmen? +5. Was? Keine Ahnung. Wie schwimmt man? Agility. Och, kein Problem. Wenn einer hier auf dem Schiff schwimmen kann, dann ich. Wie viel Angreifer sind es denn? Ein gutes Dutzend. Ui. Der Captain ist ja auch jetzt quasi da, wo ich auch stehe, oder? Also auf dem... Ja, der Captain ist oben auf dem Achterdeck. Das Schiff hat so ein Achterdeck. Etwas erhöht ist. Und da oben steht der Captain. Das ist aber nicht für Passagiere, das Achterdeck. Okay. Gut, also ihr steht also ich ratlos wär, auf dem ich Schiff. Ich wäre ja bereit zu bezahlen, aber wenn niemand anderes was macht, was bringt es, wenn ich es allein mache? Wir werden ja trotzdem angeschossen. Naja, dann sorg dafür, dass die Leute bezahlen. Du bist ein Charakter, du bist ein Held. Du kannst jetzt nicht immer warten. Los geht's. Ja, also dann spreche ich gerade mal den Elfen direkt vor mir noch an. Auch ganz hektisch, weil ich nicht unbedingt will, dass das Ding absäuft, weil ja, also Bootfahren ist schöner als Schwimmen und was machen wir, wenn wir dann eh absaufen? Werden sie denn bereit zu bezahlen? Oder also ich wäre schon bereit. Ja, anscheinend nicht. Der Elf ist zu sehr eingeschüchtert, der vor mir steht. Also die Handelsleute bezahlen nicht, der Elf bezahlt nix, der Gareth. Und damit werden die gleich schießen loslegen. Ich würde euch raten, sucht euch irgendwie ein Fass, in dem ihr schwimmen könnt. Ich werde nicht mein Pferd hier absaufen lassen, was denken Sie denn? Was also soll denn hier ein Pferd sein? Ist hier ein Pferd? Ihr hört die Stimme des Captains über das... es sind mehrere Pferde unter Deck. Ach du Gott, hier sind Pferde? Ja. Natürlich, die Händler haben auch Pferde mitgebracht. Also, da weiß ich auch, wer sich um die Scheiße gekümmert hat. Ja, genau. Ihr hört die Stimme des Captains übers Wasser schallen. Macht euch davon! Zurück in das Loch, aus dem ihr gekrochen seid. Wenn ihr es wagt, auf uns zu schießen, schießen wir zurück. Und außerdem informieren wir die Flusswache. Der letzte Satz löst, soweit ihr das aus der Entfernung sehen könnt, ziemliches Gelächter aus. Und
dann wendet der Captain sich an seine Crew und also ruft jetzt nicht mehr so laut, dass man, wahrscheinlich kann man ne, da hinten dann nicht mehr hören, aber so, dass die Leute an Deck das hören, holt unsere Armbrüste raus. Und einen kurzen Moment später eilen dann zwei von seinen Crewmitgliedern in die Captainskabine, die ist unter dem Achterdeck, ne, ist also vom von dem normalen Deck einfach durch eine Tür zu erreichen und kommen einen kurzen, kurzen Moment später mit zwei Armbrüsten. Ja, das ist ja alles schön und gut. Ich würde lieber Lappen lassen machen. Und Löschwasser holen. Ja, gut. Ich würde so übers Deck brüllen. Oder es zumindest versuchen. Die Leute, die auf dem Deck sind, die sind ja auch diese Handelsmenschen, denke ich mal. Sie zu animieren, irgendwas. Also, die haben ja auch irgendwie so Vasallen oder so bei sich. Also so ja, Bodyguards jeweils, quasi. Jeweils einen Bodyguard pro Familie, ja. Würde ich halt irgendwie sie versuchen aufzufordern, irgendwas dagegen zu machen. Und begründet es damit, dass sie ja auch nicht wollen, dass ihr Hab und Gut jetzt hier gleich auf dem Grund des Meeres liegt. Mach's doch mal in direkter Rede. Versuch das direkt abzugewöhnen, dieses in dritter Person. Sag dem Tom, wen du ansprechen willst und dann spiel's, ja? Ja, dann mache ich das jetzt. Der auch. Tom übernimmt dann, der springt dann wie ein Chamäleon in die Rolle dieses grobschlächtigen Typen, ja? Und dann könnt ihr euch unterhalten. Ja, okay, also ich brüll jetzt über das Deck mit macht doch was, ihr habt doch ja, eure Wachen und ihr wollt doch auch nicht, dass ihr euer Hab und Gut absinkt. Also ich meine ja nur, könnt ihr schwimmen? Also ich will hier später nicht mein Hab und Gut unter dem Dreck von dem Wasser hier gleich raussuchen. Ich. Sehr gut. Mehrere Leute gucken dich an. In einigen Gesichtern meinst du sowas wie Mitleid. In anderen Unverständnis. Und dann fangen die Pfeile an zu fliegen. Von wo? Vom Ufer. Okay. Ihr seht Brandpfeile auf Deck und in der Takelage einschlagen und dort tatsächlich ein größeres, als ihr es auf den ersten Blick erwartet, Feuer zu entzünden. Also jeder Pfeil macht so eine Brandlache von sicher 10, 20 Zentimetern Durchmesser. Das ist mein Moment. Lappen! Ich verkaufe nasse Lappen zum Löschen des Feuers. Ja, der Captain brüllt auch. Löschwasser! Alle Passagiere mithelfen! Feuer austreten! Also ich würde mich auf dem Deck mal umsehen. Was sehe ich? Chaos. Steht da noch irgendwas rum? Chaos. Also Kisten, ein Rettungsboot, irgendwie sowas? Also auf Deck selbst gibt's nicht viel. Auf Deck selbst siehst du ne, so ein bisschen was an ja so an Kisten und Fässern. Die Fässer sind tatsächlich so Taue da drin aufzurollen. Die meisten Kisten, die da rumstehen, sind halt auch für Sachen, die man halt an Deck braucht. Ne? Das ist keine Ladung, sondern das sind halt irgendwie ne, Ersatzteile, Werkzeug, Stoffe, was man halt so braucht. Inzwischen ist die eine Armbrust an Bord installiert worden. Es gibt da ein Dreibein nicht, weil es halt an so eine Art Ballist. Ja, also es gibt da was, wo man das aufstecken kann. Dann, ne? Und dann kann man von da schließen. Das gibt's pro Seite einmal. Im Augenblick geht's nur nach einer Seite. Also hält der andere Seemann die Ballist die Armbrust in der Hand und schießt dann aus der Hand. Das geht dann auch weit, weit, weit daneben. Die zweite ist ein bisschen genauer und schlägt tatsächlich vielleicht 5 bis 10 Meter vor den
Flussbanditen Wasser ein. Auch deren Schüsse sind nicht so genau, nur die Hälfte der Pfeile, die auf euch abgefeuert werden, findet ihr Ziel. Es entsteht doch das eine oder andere Feuer an. Und deshalb ist jetzt auch an Deck ganz schön viel Chaos. Da stehen ja doch eine ganze Menge Leute rum und die rennen jetzt alle wild durcheinander. Ja, ich würde auch irgendwie versuchen, mit Feuer zu löschen. Aber auch mit einer Überlegung, ob ich irgendwie helfen kann, diese Banditen zu beschießen mit einem Bogen, den ich dabei habe. Ja. Könntest du? Sieht man. Ja, wenn du jetzt sagst, sie sind so 50 Meter entfernt, mein Langbogen hat so eine Range von 40. Das bringt halt relativ wenig. Nein, da hast du die. Schauen wir mal in die Ausrüstung. Also, du hast einen Langbogen. Ja. Dein Langbogen hat eine Reichweite von 10 bis 14 Meter. Ist. Was für eine Reichweite? Das ist sehr abgehackt. 10 bis 40 Meter. Aha. Ja. Das ist die normale Entfernung. Das bedeutet lediglich, wenn du weiter schiebst als 40 Meter, dann ist es weite Entfernung. Ah. Okay. Ja, das ist also ist überhaupt kein Problem, die zu erreichen. Es ist halt aufgrund der Entfernung ein bisschen schwieriger, als wenn du auf eine kürzere Entfernung schießen würdest. Das okay. ist aber alles. Also ich Kannst würde... Problemlos zurückschießen, wenn du willst. Ich würde erstmal versuchen, ein wenig das Feuer zu löschen mit das, was halt da ist. Also das, was vielleicht die Crew ausgibt mit Wassereimern oder das, was ich halt finde, was Feuer löschen kann, um erstmal die Bedrohung zu senken und dann um zu gucken, wenn das vielleicht ein bisschen gebannt ist, auch wenn die weiteren auf uns schießen, vielleicht dann mal erstmal... Schieß zurück, ich mach das schon. Hier, was ist mit dem hier? Gerris, kannst du schießen? Ich bin Gelehrter, ich habe eine... Ruhe, nimm den scheiß Lappen und mach da hinten das Feuer aus. Was ist mit dem Zwerg? Davy, komm mal ran hier, jetzt reicht's mir mit euch, das ist ja furchtbar. Davy, kannst du schießen? Ich glaube nicht. Nein, ich kann nicht schießen. Hier, nimm diesen scheiß Lappen und geh mal da oben in die Takelage. Da brennt auch ein Loch rein. Was ist mit dem David? Das ist ein Mensch, oder? Mensch? Ja, ich bin ein Mensch, ja. Kannst du schießen? Nee. Ah, scheiße. Na gut, aber dann hilf mir hier. Hol doch noch mal einen Eimer Wasser. Los geht's. Was ist denn hier los mit euch? Habt ihr einen Stock im Arsch, oder was? Ja, ungefähr so passiert das gerade an... Stellen an Deck auf. Also die Crew holt von der anderen Seite, also abseits, ne, auf der Südseite, auf der linken Seite des Schiffes, mit Eimern Wasser aus dem Fluss und gibt es dann an irgendwelche verwirrt rumlaufenden Tiere, denen das in die Haarfeuer löschen. Die gucken da erstmal drauf, wissen erstmal, der eine oder andere stellt den Eimer dann einfach weg. Der eine oder andere weiß, was erwartet wird, nimmt den Eimer und löscht halt irgendwas. Irgendwo ist auch plötzlich so ein Sack Tuche aufgetaucht, also große Lappen, mit denen, die man halt auch aufs Feuer werfen kann, in der Hoffnung sticken. Es rennt alles durcheinander auf und ab und rechts und links. Und einige wissen, was sie tun und einige nicht. Lassen die Boote zu Wasser an Land? Nein. Du siehst auch keine Boote. Gut. Ja, dann fange ich an, hier massiv um mich zu schlagen mit nassen Lappen auf verschiedene Brandbolzen und so weiter. Genau. Dann, da ich ja sehr groß gewachsen bin und den Gnom irgendwie so durch das Gemenge sehe, rufe ich noch so zu: Alles klar! Wenn du das mit den Lappen koordiniert bekommst und mit dem Wasser, dann nehme ich jetzt mein Boot und... Schieß! Laber nicht! Schieß! So eine Scheiße hier! Nimm meinen geschulterten Bogen und ein paar Pfeile, die ich irgendwie dabei habe, weil ich den immer dabei habe, und versuche irgendwie in Richtung dieses Ufers zu schießen, damit ich irgendjemanden erwische und den Schützen quasi zu helfen. Okay,
Dann würfelst du mal Archery. Ja. Und aufgrund der Entfernung hast du minus 5. Oh Gott. Oh je. Das ist eine 2 und eine 3. Das ist jetzt nicht so erfolgreich. Dein Schuss geht irgendwo zu weit rechts. Und ja, weitere Geschosse fallen auf Deck. Einige Brandpfeile, viele auch. Jetzt seht ihr auch Leute sich in Sicherheit bringen und hört auch den einen oder anderen Schmerzen zu. Also ich würde dem Gnom erstmal so ein paar Lappen außer wieder will ich so ein paar Lappen aus der Hand nehmen und damit so ein bisschen übers Deck laufen und die so ein bisschen auf die Feuer legen. Du kannst ja auch die Feuerpfeile abbrechen und runterschmeißen oder so. Du musst ja nicht mit Lappen machen. Kannst ja machen, was du willst, ne? Mhm. Ja. Langsam, viel zu langsam driftet das Schiff auch von dieser Überfallsstelle oder an dieser Überfallsstelle vorbei. Aber ihr seht, das wird noch unangenehm lange dauern, bis ihr außer Reichweite seid. Mhm. Dann würde ich mich jetzt mit einem Brüllen: Ey, du Gnom! Oder was auch immer du bist! Gib mir auch ein paar Lappen! Wieder zurück zu dem Schiff wenden und ein bisschen versuchen, was zu löschen. Ja, das ist jetzt nicht das Problem. Überall laufen Leute rum mit Lappen. Ich habe alle versorgt. Ja, auch vom Schiff, also neben dem Elben mit seinem Bogen, haben auch die beiden bewaffneten, also die beiden Soldaten, die Familien dabei haben, jetzt einer eine Armbrust, einer einen Pfeil und dann gibt es ja noch die beiden der Besatzung. Also auch von in die Gegenrichtung fliegen jetzt ein paar, aber ne, so ein paar verstreute Leute am Flugzeug sind. Kleineres Ziel als ein Schiff. Anscheinend, oder ihr könnt nicht erkennen, ob dort schon jemand getroffen wurde. Trotzdem habt ihr gut zu tun, denn manche von den Feuern sind auch eher zu zwei an der Außenseite. Ja, also, hat jemand von euch eine glänzende Idee mit den beiden Feuern, die es da ein Loch in den Rumpf pressen? Also ich würde mir tatsächlich ein Seil schnappen, das um irgendwas rumbinden, das um meine Taille binden und dann mich da so ein bisschen an der Außenwand abstützen mit den Beinen. Dann würfel doch mal auf Agility. Klettern, falls du die Spezialisierung hast. Und ja, dir kann jemand helfen. Dann würde ich versuchen, das Seil festzuhalten. Okay, dann würfelst du erstmal du auf Physik. Weil das ist eine Frage von Stärke hauptsächlich. Ah, perfekt. Puh, ist gut. So, was hast du gewürfelt? Du hast eine 19. Okay, das ist super. Dann würfelst du jetzt auf Climbing und bekommst einen Plus 1 dadurch, dass jemand dein Seil hält und plus 2 dadurch, dass du überhaupt ein Seil hast. Also insgesamt plus 3 auf den Wurf. Also Agility, ja? Ja, genau. Climbing geht auf Agility. Okay. Okay. Und deine Schwierigkeit ist eine 12. Ja. Das hast du damit geschafft. Also du kommst problemlos zu der Stelle runtergeklettert, kann Feuer dann mit ausschlagen. Was ihr inzwischen bemerkt habt, ist, entstehen da so relativ große Feuer von so kleinen Pfeilen. Es sieht so aus, als hätten die so an die ja an der Spitze angebracht oder vielleicht einfach durchgestochen, ne, so Stochbälle, die mit Öl oder mit Teer getränkt sind. Und wenn die dann aufschlagen, ne, dann spritzt das halt raus. Durch den Aufprall verbreitet sich da so ein bisschen, sodass halt tatsächlich das Feuer dann nicht nur dort entsteht, wo der Pfeil einschlägt, sondern ein bisschen drum. Und dann klebt das an dem Holz und ja, es gibt schon einige Brandflecke. Okay, aber langsam,
treibt das Boot von dannen und die Anzahl der Treffer wird weniger. Wie aktiv sind denn die, die beim Löschen helfen, also außer die gerade den Bug geheilt oder gerettet haben, oder die Seite quasi? Also tatsächlich, beim Löschen helfen tut hauptsächlich die Crew und ihr. Und das ist eher so medium effektiv. Na, bisher sind keine Gründe. Also ich habe bisher noch jedes Feuer ausgekriegt, bevor es mehr als einen hässlichen Brandfleck verursacht. Okay. Und okay, die Seite ist ja jetzt gelöscht, genau. Ja, so geht das noch einige Minuten weiter. Die Pfeile schlagen immer seltener ein und irgendwann verzieht sich diese Banditengruppe dann auch wieder zurück in den Wald. Und an Bord findet ja das Aufsammeln statt. Also immer noch, ne, hier und da kokelt es noch ein bisschen, da muss gelöscht werden. Und die beiden Soldaten fangen an, um zu fragen. So, okay, wer ist verwundet? Was haben die gesagt am Anfang? Was haben sie gewollt? Weiß irgendjemand, wer die sind? Also ich würde mich zu einer Wache hinbegeben und da ich das ja mitbekommen habe, so hier, ich hab was. Die wollten unser Gold, die haben gesagt, die wollten nur das nehmen, was sie selbst nicht verdienen könnten, aber die wollten einfach unser Gold haben und wir sollten ein leeres Fass damit befüllen und ihn rüberschicken. Und ja, das habe ich mitbekommen, aber wer das ist und was die wollten, also was sie wollten schon, aber warum? Und also das kann ich Ihnen nur sagen. Okay. Ja, du siehst die Frau, eine von den Frauen von diesen Händlern, auch gerade von hinten dem Typen, mit dem du sprichst, irgendwie zu. Ah, hier brennt doch was. Wirf mal schnell den. Komm mit deinem Lappen rüber. Mit ihrem Mann? Er dreht sich kurz um. Nein, das ist einer von den Soldaten. Er dreht sich kurz um. Und dann tritt Friedrich Kreuzfeld dazwischen und ruft ihr zu: Hey, der arbeitet für uns, der nimmt keine Befehle von uns entgegen. Darf ich was dazu sagen? Du kannst jederzeit was dazu sagen. Es ist keine Diskussionsrunde, sondern es redet einfach jeder durcheinander, weil hin und wieder gibt es noch, wie gesagt, so: Hier brauchen wir noch was. Das Seil da oben ist durchtrennt worden. Wir müssen, wer klettert hoch und repariert das? Und der Captain brüllt Dinge durch die Gegend. Ist immer noch. Dann würde ich jetzt zu dem Händler da sagen: Es ist doch scheißegal, wem jetzt, wer was, wem gehört. Es ist hier wichtig zu helfen und ihr habt die ganze Zeit gar nichts gemacht. Dann könnt ihr jetzt auch mal ein bisschen Engagement zeigen. Sehr gut. Wer sind Sie denn überhaupt? Wir haben unsere eigenen Soldaten mitgebracht, sagt ein Mann von der Dornbach-Familie. Du weißt nicht, wie er heißt. Du hast den ja bisher noch nicht unterhalten. Wir haben unsere eigenen Soldaten mitgebracht. Die haben Auftrag, nur uns zu beschützen. Das ruft jetzt doch einige seltsame Blicke her. Also ich würde mal zu dem guten Mann hingehen, so unauffällig, und versuchen, so ein Stück von seinem Umhang unten abzureißen und ihm das in die Hand zu drücken mit den Worten: Hier hast du deinen Lappen. Von welchem Mann? Der das gerade gesagt hat, hier von wegen seiner eigenen Armee da, seiner eigenen Soldaten. Okay. Der von der Dornbach-Familie. Okay, dann würfel mal bitte Stealth. Ich würde ihn derzeit schon mal ablenken und sagen: Ja, deine Soldaten waren auch sehr effektiv bei der Bekämpfung der Banditen, ne? Warte. Während du das tust, holt der eine Kreuzfeld hier, hat so die Hand am Schwert und meint so:
Ihr hättet uns den Banditen ausgeliefert, sagt das. Ohohoho. Okay. Es ist mir egal, ob ich dabei erwischt werde. Ich will ihm nur in den Mantel kaputt reißen. Ja, der zweite Soldat, der für die Duchenbachs arbeitet, sieht, was du vorhast, deutlich bevor du seinen Herrn erreichst, und packt dich direkt am Schlawittchen und meint so, was machen wir denn hier? Ich wollte mir nur mal den schönen Mantel angucken. Hübsch auf Abstand, wenn die Stimmung gerade so gespannt ist. Naja, ich drehe mal einen Schritt zurück. Ja, der Mann, mit dem du, den du gerade noch ein Stück seines Mantels entledigen wolltest, hat jetzt auch die Hand am Schwert und meint so, und was? Ich würde mal so langsam Richtung meines Rückens greifen und so langsam meine Kriegsaxt da mal hervorholen. In diesem Moment hört ihr einen Schrei von Unterdeck und dann schnelle Schritte, die, ja, es ist so eine Schiffsleiter, ne? So halb Leiter, halb Treppe. Schnelle Schritte, die Schiffsleiter herauftrampeln. Und ihr seht den Novizen an Deck stürmen mit entsetztem Gesichtsausdruck. Der ist völlig aufgelöst und er schreit schon rum. Er ist tot, er ist tot. Helga ist tot. Wer ist tot? Wer ist tot? Und ihr seht fast die gesamte Reisegesellschaft erstmal total schockiert gucken und dann in Richtung dieser Leiter stürmen, wo sie natürlich nicht alle gleichzeitig hinunterpassen. Das gibt dann das nächste Chaos. Ja, gut. Also, was macht ihr schon alle rund dieses nächsten Chaos? Nein, es versuchen sich da gerade 8 Leute eine Schiffstreppe hinunter zu drängen. Okay, ich würde gar nichts tun, ich würde erstmal warten, bis sie alle unten sind. Ja, das kann einen Moment dauern. Was macht ihr anderen? Ich würde da schön mir das Chaos da fasziniert ansehen, wie die da alle versuchen, sich ja durchzudrängen. Und auch ein bisschen belustigt. Ja, also habt ihr das jetzt mitgekriegt? Wer ist tot? Ich habe keinen Wort. Ich weiß nicht, wer tot ist. Doch, du weißt es. Du bist der Einzige, der den Namen Helga schon. Ich habe den Namen nicht verstanden. Die nuscheln alle so. Die schreien durcheinander und ich verstehe kein Wort. Helga ist tot? Der Priester, oder was? Ja, Priester. Ah, verdammt. Ich wollte ihm das noch erzählen mit der Hure. Ah. Na gut. Aber dann ist natürlich die Frage, wer war's? Wer war denn unter Deck? Inzwischen haben die meisten es auch geschafft, sich irgendwie darunter zu drängen. Ja, unter Deck waren immer mal welche und dann nicht, weil als welche dann welche wieder nach oben geflüchtet, als es fiesen losging, haben wir da Sicherheit gebracht. Schwer zu sagen, wer unter Deck war. Ich würde mich unter, also der Trubel hat sich ja wahrscheinlich jetzt aufgelöst, oder? Der Trubel löst sich jetzt gerade auf. Du hörst aufgeregte Stimmen von unter Deck. Ich würde mal so zu meinem anderen Elfen gehen und sie mit dem Ellenbogen anstucken und so, psst, ey. Ja, was los? Wollen wir nicht auch mal da runter gehen? Das interessiert mich ja schon. Ja, können wir gerne machen. Das ist ein nutzloser menschlicher Priester, aber mit ihren heidnischen Göttern, aber wir können ganz gerne mal nachschauen. Ja, halt. Ist doch egal, mich interessiert nur tote Menschen. Ja, tote Menschen.
Vielleicht können wir ihn ja auch verbrennen oder ins Wasser streuen. Ja, mal schauen. Also, ich würde jetzt einfach der Masse folgen. Okay. Und ich laufe dir hinterher. Okay. David. Ist das jetzt das erste oder das ganz dir? Unten das Deck, wo der ist? Nee, nur Unterdeck. Also ein Deck nach unten. Okay. Also ich würde mal gucken, ob die sind ja alle so eine Leiter jetzt runtergekraxelt, ne? Mhm. Ja. Gibt's da eine Luke, die man zumachen kann, zufällig? Nein. Ach so, okay. Daneben ist die Ladeluke, aber die ist schon zu. Ja, da würde ich auch mal mit Murren mit runtergehen, sagen wir es mal so. Ich würde mich den beiden Elfen mal so mit zwei Schritt Entfernung würde ich dem mal hinterhergehen, so ganz unauffällig. Okay. David! Dyle, was tut ihr? Nur damit ich weiß, wer wo ist. Ich will euch ja jetzt nicht rausbringen, Leute, aber ich muss mich für heute Abend abmelden. Ich krieg eine Migräne. Das ist schade, aber dann bleibt David einfach am Deck und interessiert sich nicht für das, was jetzt weiter passiert. Ja, ich muss mich leider abmelden. Haltet mich dann bitte auf dem Laufenden, wie es ausgegangen ist. Und ja, sorry. Gut, Besserung. Alle Dude, gute Besserung. Dankeschön. Ciao. Ja. Ciao. Dyle, wohin treibt dich die Neugier? Ja, auch runter. Ich mache mir aber eher Gedanken, den Rize und den Priester hat man überhaupt nicht gesehen. Ich versuche mir eher Gedanken zu machen, wer von welcher Familie ich hier oben gesehen habe. Ich meine, es war turbulent, aber ich habe vielen Leuten Sachen in die Hand gedrückt. Mhm. Also das würde ich jetzt erstmal machen und dann natürlich auch mal runtergehen. Okay. Ja, also wie gesagt, viele sind mal rauf und das Ganze hat ja durchaus auch einige Zeit gedauert. Insofern ist es ganz schwierig, das zu sagen. Du bist ziemlich sicher, dass diese eine Durrenbach-Frau, die war die ganze Zeit und der ältere Kreuzfeldbruder, der war auch die ganze Zeit oben. Bei alle anderen hast du zumindest mal irgendwann aus den Augen. Ja, klar, ich habe natürlich nicht drauf geachtet, das ist klar, ne? Ich habe nicht genau drauf geachtet. Also bei diesen beiden bist du dir einigermaßen sicher, dass du sie nicht lang genug nicht gesehen hast, als dass sie in der Zeit hätten unter Deck laufen, jemanden umbringen und wieder zurückkommen können. Ja, Durrenbach-Frau, wie heißt denn die Frau? Hast du noch nicht herausgefunden. Eine Frau und das Friedrich Jakob. Aber wir kommen dazu. Und Friedrich Jakob. Kreuzfeld. Jakob Kreuzfeld. Ja, eben war doch noch ein Friedrich, aber das ist dann der andere Bruder. Ja, es gibt noch einen Bruder. Das ist der andere Bruder. Es gibt noch einen Friedrich. Genau. Okay. So. Ja, das werdet ihr zusammentragen können. Unterdeck derweil. Dorothee Durrenbach ist Priesterin. Sie gehört zu der Familie Durrenbach, aber sie ist Priesterin der Dara. Und schaut sich deshalb den Toten an, denn tatsächlich dort liegt die Leiche des Priesters. Sie kniet neben ihm, hält so eine Hand
an seinen Hals und einen kleinen Spiegel vor seinen Mund. Und alles drängt sich so um sie herum jetzt unter Deck. Und alles wartet gespannt. Und nach vielleicht einer Minute schüttelt sie ihren Kopf und sagt, er ist tot. Der ältere Kreuzbach, oder der Jakob, glaubt ihr, drängt sich sofort vor und so. Wie konnte das passieren? Aber Darathee schüttelt nur ihren Kopf, meint, ich weiß es nicht. Aber er war kein junger Mann. Schweigen fällt für eine Sekunde über die Zuschauer und ja, du kannst derzeit was. Sind jetzt alle noch so dicht gedrängt? Oder schon eher wieder so ein bisschen aufgelöst? Nein, alle drängen sich um den Körper und um den toten Körper herum, um was zu sehen. Okay, könnte ich versuchen, irgendwie in diese Menge reinzuschauen, um vielleicht jemanden zu sehen, der eher desinteressiert oder nervös wirkt? Kannst du tun, Würfel Cunning. Oh je, da habe ich minus 3. Immerhin. Ein kritischer Erfolg. Trotzdem nur eine 10. Nein, dir fällt niemand auf, der sich verdächtig verhält. Das ist verdächtig. Das ist verdächtig, dass nichts verdächtig ist. Und so außerhalb der Gruppe, vielleicht, dass man Kampfspuren sehen könnte oder irgendwas in der Art. Würfel nochmal auf Perception. 14. Nein, du siehst keine Kampfspuren oder ähnliches. Würde ich mich nochmal zu meinem Elfenkollegen wenden und nochmal so zu ihm zuflüstern. Also, das ist ja jetzt schon ein bisschen komisch. In der Menge hält auch nur ein kleines. So, jeder hält für einen Moment die an. Und dann geht ungefähr das los, was ihr erwartet habt. Wo waren denn all deine Leute, während das hier passiert ist? Was soll das denn heißen? Ich möchte sofort wissen, wo sich jeder deiner Leute auf... Und deine Soldaten? Der kam erst auf Deck, deine aber auch. Und nach einigen Worten fliegen so viele Beschuldigungen durch die Gegend. Den habe ich nicht gesehen. Und wo war der denn die ganze Zeit? Und überhaupt, was hast du denn gemacht? Dass das alles in einer Kakophonie von Geschrei untergeht und ihr überhaupt nichts mehr verstehen könnt. Dann würde ich den Tumult für mich nutzen, versuche mich durch die Menge zu drängen, um vielleicht zu schauen, was die Todesursache gewesen sein könnte. Also ob da jetzt wirklich Schnittwunden hat oder ja, ob da halt irgendwas auffällig an seinem Körper ist, woran man den Tod feststellen könnte. Okay, dann würfel doch mal Medizin. Oh Gott. Ja, nu? Für die Todesursache feststellen? Ja. Das ist, genau. Wenn man was ansagt, dann muss man damit rechnen. Ja, gut. Eine 5. Also erst... er ist tot. Nochmal, um das jetzt so ein bisschen einschätzen zu können, auch für die Zuhörer, die hoffentlich jetzt noch da sind, trotz der kleinen Probleme. Wenn man sagt, man hat eine 5, das ist sehr, sehr schwach. Ne? Das ist wenig. Wie kann man das so einschätzen? Was ist ungefähr so ein guter Erfolg und was ist ein sehr guter Erfolg? Na, du kannst einfach mal ins Regelwerk schauen. Es gibt auf Seite 18 so eine Tabelle mit Schwierigkeitswerten. Ein 5 wäre was Triviales und Durchschnitt wäre eine 10. Ja, nee, ich glaube nicht, dass die Zuhörer jetzt anfangen, im Regelwerk zu blättern. Ja, ich weiß das ja, ich stelle Fragen für die Zuschauer, damit die so ein bisschen abgeholt sind. Okay, also so, ja, so eine 10 aber, ist ein aber guter Aber es steht Weg. Halt auch da, das denk ich mir jetzt nicht aus. Nee, das ist also da. mit einer 5 hätte man dann Erfolg, wenn es was Triviales ist. Also wenn jetzt sein abgetrennter Kopf daneben liegen würde,
dann wird das mit einer 5 sicherlich ausreichen. Aber wenn es ein bisschen was Komplizierteres ist als wirklich super offensichtlich, dann reicht das okay. mit einer 5 nicht. Also eine 10 ist auf jeden Fall dann okay. Gut. Mit 10 hätte man sicherlich, also je nachdem, ne? Es geht ja noch zu entdecken, was es denn ist. Genau, genau. Und davon hängt natürlich die Schwierigkeit auch ab. Manchmal sage ich die Schwierigkeit selbst was verrät. Mhm. Ja, also wenn die Schwierigkeit sehr hoch ist, dann ist damit natürlich auch klar, dass es eine Todesursache schwer zu erkennen. Ja. Ja, ich habe jetzt da leider analytisch auch nichts zu bieten, also kann ich eher nur zuhören. Aber ihr könnt alle mal auf Perception würfeln, einfach zu schauen, ob euch irgendwas auf. Nein. Nein, ich habe eine 4 gewürfelt. Ah, Gareth hat eine 7. 15. Ja, ist doch gut. Okay. Der Gildor heißt du, ne? Gildor. Ja, der Elf. Genau. Ja, du musst. Ich habe mich verstanden. Check Perception. Ach, fuck ja. Ich mach mir so eine Copy-Paste. Lass das wieder ausbieten. Ach was. Ich mache mir so eine Copy-Paste-Liste fürs nächste Mal, wo ich eine Textdatei, wo ich die ganzen Begriffe einfach nur kopieren muss. Dann geht's schneller. Es ist ganz einfach und wenn du Hilfe brauchst, kannst du auch einfach /help schreiben. Dann sagt der Bot dir das auch. Wobei. Check, ob ich ausgerechnet nicht stimmt. Okay. Soll ja schnell gehen. Karl. Wo steht eigentlich? Wer ist Karl? Ich, Gildor. Okay, also, Gildor, dir fällt auf, dass auf der rechten Seite des Halses, also abgewendet von Darathe, so ein kleiner roter Fleck am Hals ist. Okay. Also von der lebenden Person jetzt? Nein, von dem Toten. Achso, von dem Toten, okay. Ich meine, du stehst jetzt so ein Stückchen weg, du kannst es nicht genau sehen, aber da ist. Normalerweise haben Menschen keine roten Flecken an dieser Stelle. Könnte ich näher rangehen, um es nochmal ein bisschen genauer zu sehen oder zu inspizieren? Ja, also in diesem Chaos, was da schubst, also es ist ein Geschubste und Gezerre und Reihe, und jeder beschuldigt die anderen. Ja. Ich glaube, es würde im Augenblick niemand auffallen, wenn du nackten Handstand machen würdest. Okay. Ja, dann würde ich nochmal näher rangehen, weil mir ja diese roten Flecken dann doch schon aufgefallen sind. Und das mal genauer beobachten oder zumindest mal aus einer näheren Position. Ja, da ist ein kreisrunder, kleiner Fleck, gar nicht groß. Ja. Kann man durchaus übersehen, gerade so Deck in der rechten. Und in der Mitte dieses roten Fleckes ist eine ganz kleine Einstichsrunde. Okay.